Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Schlagzeugführung. In den nächsten Videos werde ich euch meine Hardware vorstellen. Ja, ihr habt richtig gehört. Videos, denn es gibt sehr viel zu sehen, sehr viel zu zeigen, sehr viel zu erklären, sehr viel zu demonstrieren. Und deswegen werde ich das Ganze in Videos jeweils splitten, denn wer hat denn schon wirklich Lust, ein dreistündiges Hardware-Video zu sehen, wo ich euch erkläre, wie meine Hardware funktioniert, also ich jedenfalls nicht. Und deswegen werde ich diese Videos komplett aufsplitten in verschiedene Videos. Ihr werdet also in der nächsten Zeit in der Schlagzeugführung erfahren, wie meine Hardware funktioniert, welche Funktionen es gibt und so weiter und so fort. Und es sind auch ein paar ganz spezielle Dinge hier drin versteckt in der Hardware, die nicht jeder Schlagzeuger so wirklich kennt. Und deswegen wird es auch ganz besonders werden, weil ich gehe tatsächlich sehr stark in die Details von der Hardware ein, was das Besondere ist und so weiter und so fort. Und deswegen wird es ganz viele verschiedene Videos zu meiner Hardware in den nächsten Folgen der Schlagzeugführung geben. Und bevor ich jetzt weitermache mit diesem Video, bitte ich darum, den Kanal doch zu abonnieren. Also bitte abonniert diesen Kanal, drückt auf den Abo-Button und drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein weiteres Video in der Zukunft von mir verpasst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, also ich werde in den nächsten Folgen also das gesamte Rack-System vorstellen, die Beckenhalter, die Klammern und so weiter, mein Stuhl und dann halt eben die ganzen Spezialitäten, die es so gibt, die diese Hardware, die ich habe, so hat. Das ist, was ich heute sagen wollte. Ich bedanke mich fürs Anschauen, ich bedanke mich fürs Abonnieren, ich bedanke mich fürs Kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!